Wenn man eine Zusatzversicherung hat, kann man das über die Zusatzversicherung über die Krankenkassen abrechnen. Am besten ist, wenn man zu jemandem gehen will, dass man zuerst seiner Krankenkasse anruft und fragt, ob die oder der anerkannt ist. Und dann gibt es kein Problem. Und je nach Versicherung kommt man dann einen Teil zahlt über davon. Wir haben jetzt in 5 Sendungen, haben wir über die rund 5 Sendungen, es waren glaube ich 4, gewesen, über die chinesische Medizin geredet. Wird eigentlich da weiter geforscht oder ist das einfach etwas, was man aus der Geschichte hat und jetzt einfach immer wieder in die Praxis anwendet? Also da wird natürlich sehr weiter geforscht. Also, da gibt es immer wieder Studien und man lernt immer wieder Neues dazu. Es wird auch, man macht auch immer Weiterbildungen. Man wird immer wieder neu informiert und das ist sicher nicht etwas, wo man stehen bleibt. Und die Sendung neigt sich schon fast wieder am Schluss zu. Alle Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihr habt jetzt noch, die können wir weiterleiten. Schickt sie einfach an info@us.tv.ch. Zum Anrufen ist es jetzt ein bisschen zu spät. Oder geht auf die Homepage von der Marianne Gion-Renn, www.gion.ch. Wir haben es jetzt regelmässig eingeblendet. Vielleicht noch kurz, warum macht ihr eigentlich TCM, sage ich mal, TCM heisst traditionelle chinesische Medizin. Also ich bin so ganz früher dazu gekommen, weil ich einen Chinesen geheiratet habe. Das hat mich immer schon sehr interessiert und ich habe eine Ausbildung gemacht für Ernährung, Ernährungsberatung im Rahmen von der chinesischen Medizin und dann hört es eigentlich nicht mehr auf und es fasziniert mich einfach, was man alles machen kann und was man alles noch lernen kann in dieser Medizin. Und dass man eben auch Menschen kann ganzheitlich behandeln kann, ich glaube, das ist das Wichtigste. Also das heisst, Ernährung im Zusammenhang mit chinesischer Medizin ist ganz wichtig. Also das heisst, man kann nur chinesische Medizin machen, wenn die Ernährung stimmt. Oder kann jetzt da jeder Kettenraucher kommen? Da kann jeder kommen. Aber bei der chinesischen Medizin hat man vielleicht ein bisschen andere Ansichten. Man sagt zum Beispiel, dass man nicht so viel Milchprodukte essen sollte. Ja, es ist eine gute Sache und es bringt mehr. Okay. Besten Dank, Marianne Gion-Renn, dass ihr die 5 Sendungen oder die 4 Sendungen zu uns gekommen seid und uns euer Wissen und die Zuschauerinnen, wir und die Zuschauerinnen und Zuschauer, unserem Fernsehsender, zeigt, habt. Und wir sind gespannt, wie sich die ganze Sache in der chinesischen Medizin noch wird entwickeln. Dir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seid jetzt aufgerufen. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit Vitalissimo, weiter mit spannenden Themen. Ich kann euch kurz sagen, was euch erwartet nächste Woche. Am Montag reden wir über die Ernährung mit einem Ernährung und Gesundheit mit einem bekannten Sportarzt. Vielleicht ist er noch bekannt. Schaut rein, am 6:30 nächsten Montag. Dann haben wir noch ein weiteres Thema. Am Dienstag geht es weiter mit unserem autogenen Training. Das autogene Training mit dem Jürg Aplanalp. Ganz spannende Sache. Es geht langsam, aber sicher weiter mit dem autogenen Training. Wir haben auch neue Kandidatinnen und Kandidaten, die mitmachen in diesem autogenen Training. Also eine ganz gute Sache. Das dann am Dienstag, autogenes Training, wenn ihr mitmachen wollt, einfach Schneidersitz, Arme und Beine sind ganz schwer und so weiter und so fort. Dann am Mittwoch wieder Homöopathie. Und dort in der Homöopathie haben wir auch schon 4 Sendungen gemacht. Dort möchten wir am nächsten Mittwoch einmal ein bisschen aufzeigen, was für Krankheitsbilder man am besten behandeln kann, was bisher am erfolgreichsten war und wer wie wo wenn am besten auf Homöopathie angesprochen hat. Das mal von Montag bis Mittwoch. Besten Dank fürs Hineinschauen, besten Dank fürs Dabeisein. Ade miteinander.